Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales 2. Beim letzten Mal kamen wir hierher auf die fliegende Insel, von der es nur eine einzige gibt. Und dann wird es wohl die richtige sein. Ach ja, und das der Hippogreif ist einfach umgekippt und ruht sich aus. Okay, da steht sie nun, unsere Ivo. Und ist noch ein bisschen ratlos, deswegen müssen wir ihr jetzt ein bisschen auf die Sprünge helfen. So, was haben wir im Inventar? Ach, guck mal an, den Erzmagier, Frau Schammer. Und die Verkleidung, die uns noch nichts gebracht hat. Naja gut, vielleicht kommt das ja noch. Okay, wir sehen uns erstmal hier ein wenig um. Betrachte die Schnecken. Aha, hier liegen also Schnecken. Vielleicht mag der Frosch die essen. Butterblumen betrachten. Schaue in den Abgrund. Okay. Was? Achso, immer noch in den Abgrund. Betrachte das Flugschiff. Okay, was sind das? Die Pfanne. Die Pfanne, mit der hatte es doch was auf sich, oder? Ja, weiß ich gar nicht mehr. Ist schon so lange her. Okay, ich will zuerst mal in den Abgrund schauen. Auf dass mir schlecht wird. Boah, das ist tief. Da möchte ich nicht hinunterfallen. Ja, ich auch nicht. Okay, das war alles. Warum ist das Orakel wohl ausgerechnet hierher verschlagen hat? Eine fliegende Insel voller Piraten. Nicht der sicherste Ort, wenn man seinen Kunden harte Wahrheiten offenbaren muss. Ja, das sehe ich auch so. Mir gefällt die Maserung hier bei diesem Stein so. Ein schönes Sedimentgestein. Naja, gut, aber ein bisschen wirr. Naja, egal. So. Noch was? Nee. So, was ist mit Butterblume? Butterblume hat auf dem Weg hierher tapfer gegen alle Winde gekämpft. Aber nun scheint sie am Ende ihrer Kräfte. Sie hat sich eine Auszeit verdient. Ja, ist okay. Okay, gut. Ja, dann, ja. Dann mal die Schnecken anschauen. Seltsam. Warum kleben hier Wasserschnecken am Steg? Vielleicht dachten sie, es ist ein Steg und zu einem Steg gehören Schnecken. Egal, ob er im Wasser steht oder in der Luft schwebt. Wasserschnecken, das kann man die einsammeln? Ich kenne diese Schnecken. Purpurschnecken werden sie genannt. Zur Verteidigung sondern sie ein Sekret ab, das stinkt und sich in der Luft purpur färbt. Es wird als Färbemittel benutzt. Ja, vielleicht können wir das brauchen. Sammle doch was ein, genau. Nimm eine Purpurschnecke. Ich lasse die Schnecken lieber in Ruhe. Ich will keine purpurnen Finger bekommen. Ja, okay. Ich hab's dir schon gedacht. Ja gut, vielleicht später nochmal. Ich würde gerne nochmal das Schiff da betrachten. Ein Luftschiff, wie man es auf einer fliegenden Pirateninsel erwarten sollte. Ich würde... Oh, nein. Ist das... die Mary? Das hieße... Verflixt. Ja, das ist die Mary. Wenn die Mary hier ist, kann er nicht weit sein. Ein Wiedersehen mit ihm ist das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann. Ja, aber die Annahme, dass er nicht weit sein kann, ist nicht unbedingt richtig. Na, noch was? Wenn die Mary hier ist, ja, okay. Ein Wiedersehen mit... Ja, ist gut. So, also jetzt die Pfanne nochmal. Eine ziemlich verbeulte Pfanne. Sieht aus, als hätte sie eine Explosion überstanden. Ja, dann nimm sie doch mal mit. Vielleicht kannst du sie noch brauchen. Da haben wir doch das Salz hier gemacht. Hier im Inneren sind verkrustete Salzreste. Ja, siehst du. Sag ich doch. Okay. Dann haben wir die Ach, guck an. Verbeulte Pfanne und sogar Salzreste haben wir noch. Okay. Können wir mit der Pfanne und den Schnecken was machen? Nö. Und Salz? Auch nicht. Okay. Das hier, nö, auch nicht mit der Pfanne drauf rumprügeln. Nee, macht auch keinen Sinn. Okay, so, ja, dann müssen wir wohl mal in diese Richtung dann nach hinten gehen. Los geht's. Was ist denn da los? Das frage ich mich auch gerade. Ferner haben sie den Fez des Staatsanwalts geklaut, ihn bewusstlos geschlagen und einen Teil der Insel durch Magie beschädigt. Wir haben den blöden Affen nicht bewusstlos geschlagen. Er hat sich selber ausgenockt. Ruhe! Die Angeklagten sprechen nur, wenn sie gefragt werden. Und nennen Sie den Herrn Staatsanwalt nicht einen Affen. Dürfte ich erfahren, was hier los ist? Ivo? Rutsch, rutsch, Ivo! Hallo, Vieh. Schön, dich zu sehen. Dick? Wer ist Dick? Ruhe! Dies hier ist eine Gerichtsverhandlung und kein Zirkus!
Okay. Ja, ich habe gar nicht erkannt, dass das Nate ist. Also zuerst, später dann schon. So, ich frage noch einmal, was ist hier los? Du bist der rote Pirat, nehme ich an. Ich bin auf der Suche nach einem Orakel. Na gut, das machen wir erstmal später. Sinnigerweise machen wir das hier erst zuerst. Ich stelle die Frage gern noch einmal. Was ist hier los? Man hat Vier und mich grundlos festgenommen. Mit dir habe ich nicht gesprochen. Die beiden haben versucht, meine Zauberlampe zu stehlen. Und sie haben meine Insel beschädigt. Außerdem haben sie meine Freundschaft missbraucht und wollten mich hier alleine zurücklassen. So wie alle anderen. Der Hässliche ist bekannt dafür. Hört, hört! Aber damit ist nun Schluss. Hier wird fair und unabhängig über beide gerichtet werden. Dann verlange ich einen Anwalt. Ruhe! Okay, so, du bist der rote Pirat, nehme ich an. Ich schätze, du bist der rote Pirat. Du hast von mir gehört. Nate hat häufiger von dir erzählt. Nur Schlechtes, hoffentlich. Vor allem, dass du ihm Kopfgeldjäger auf den Hals gehetzt hast, weil du dein Schiff zurückhaben wolltest. Die Mary ist nicht sein Schiff. Ich habe sie in einem fairen Spiel gewonnen. Du hast betrogen. Ja, und zwar besser als du. Also habe ich fair gewonnen. Ruhe! Das ist Missachtung des Gerichts. Ja, toll. Unangenehme Situation. Aber gut. Ich bin auf der Suche nach einem Orakel. Erstmal weiterspielen. Nee, ich will erstmal mit dem Orakel machen. Es soll auf dieser Insel ein praktisch allwissendes Orakel geben. So ist es. Allerdings sprechen Leute von außerhalb normalerweise durch Spiegeln mit ihm. Ich schätze mal, es ist in dem runden Gebäude da drüben. So ist es. Und du bist nicht hier, weil du mich bestehlen willst? Oder um deine Freunde zu retten? Nein, weder noch. Wir wollen auch gar nicht gerettet werden. Ach so. Ja, verwundert mich jetzt, aber okay. Dann, ja, mal, sollen sie mal weiterspielen. Ich lasse euch Jungs jetzt alleine weiterspielen. Na, hört mal. Immerhin geht es hier um Tod oder langsamen, schmerzhaften Tod. Komm schon, Ivo. Meine Hände schlafen langsam ein. Komm mir nicht so. Du hast mich ohne ein Wort sitzen gelassen, du... Du Mensch. Oh, willst du vielleicht die Staatsanwältin sein, meine Liebe? Was ist das? Ach das, ist nicht so, wie es aussieht. Nicht so, wie es... Hast du eine Wassermelone verschluckt? Also schön, ich bin schwanger... Aber ich habe nicht... Kaum bin ich weg, schmeißt du dich dem nächsten Kerl an den Hals? Ich habe mich niemandem an den Hals geworfen. Du bist einfach abgehauen. Aber nur weil... Ich bin nicht schwanger. Lass mich einfach in Ruhe, Nate Bonnet. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Ruhe! Die Angeklagten heulen nur verzweifelt auf, wenn sie dazu aufgefordert werden. Ja, so ist das faire und unabhängige Gericht. Okay, so, was haben wir jetzt hier? Das runde Gebäude, da, das ist dort. Das Observatorium, aber da kann man auch noch das Tor betrachten. Betrachte die Gebäude. Ja, jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet, ob wir bei der anderen Ansicht da noch was machen können. Aber ja, egal, so, jetzt schauen wir uns erstmal hier um. Nate hat oft von dieser Insel erzählt. Er hat seine Kindheit in Neu-Altdorf verbracht. Aber es war immer sein Ziel, hierher zu kommen. Tugator, die fliegende Insel der Piraten, war der Ort, an dem es ein Junge von der Straße zu etwas bringen konnte. Wenn es nach mir geht, kann er den Rest seines Lebens auf diesem Felsen verbringen. Oh, wie gemein. So, zum Hafen? Nee, will ich noch nicht. Hier mal das Tor betrachten. Das Tor ist verschlossen. Ach so, das war alles. Ich glaube nicht, dass ich das Tor aufbrechen könnte. Und selbst wenn, würde der rote Pirat wohl seinen haarigen Schläger auf mich hetzen. Ja. Okay, ja, das war's dann. Mit dem Tor. Oh, Moment. Die Pflanzen. Da haben wir noch Pflanzen zu sehen. Ja gut, dann betrachten wir auch nochmal die Pflanzen. Piraten haben nicht viel Sinn für Schönheit. Dafür sind sie praktisch veranlagt. Hier wachsen von Kartoffeln bis Hanfpflanzen alles, was Piraten so brauchen. Kartoffeln und Hanfpflanzen, ja gut. Kartoffeln zum Essen und Hanf, um Seile zu drehen.
So, das Observatorium. Ein Haus ohne Ecken. Das muss es sein. Hey, das sind doch Ecken hier. Da und da und da und da. Nee, das ist keine Ecke. Aha, jetzt ist sie oben. Ah, und da ist eine Tür. Oder auch nicht, je nachdem. Gut, was haben wir hier noch? Eine Luke, eine Vorrichtung und, da können wir zurückgehen und dann eine Tür. Das Gebäude hat keinerlei Fenster. Diese Tür scheint der einzige Zugang zu sein. Ja, dann mach doch mal auf. Er wird natürlich nicht gehen. Nichts. Und ich sehe keine Türklinke oder dergleichen. Tja, das war ja wohl klar. Es muss irgendwas damit zu tun haben. Mit einer Luke und mit dieser Vorrichtung. Erstmal die Luke. Eine Luke in der Wand. Nichts drin. Aha. Und jetzt? Betrachten wir mal die Symbole. Eine Flasche? So etwas wie Kartoffelchips? Und Toilettenpapier? Und jetzt kommt Toilettenpapier raus. Max, der Energy Drink gibt Energy to the Max. Plus 2 Ausdauer, minus 2 Intelligenz. Ja. Das Zeug besteht praktisch nur aus Wasser, Zucker und Farbstoffen. Und jetzt? Ja. Soll ich etwa den ganzen Krempel besorgen, damit ich reingelassen werde? Sehr gut. Ja, was denn noch? Mir tun die Füße weh. Hier ist es heiß und ich habe mich gerade mit meinem Ex-Freund gestritten. Wehe, deine Informationen sind nichts wert. Okay, so. Jetzt haben wir hier diese Flasche da. Es ist wirklich bescheuert, das Zeug, diese Energy Drinks. Und die schmecken auch noch widerlich. Ich habe mal einen probiert, sogar zwei. Ich kann also, ich weiß also, wovon ich spreche. Okay, ja, wir brauchen jetzt noch diese Amöben-Kartoffelchips-Dinger da und Klopapier. Wie es aussieht, muss ich eine Flasche von diesem seltsamen Energy Drink, ein paar Kartoffelchips und Toilettenpapier besorgen. Seltsame Opfergaben. Ja, aber die Flasche hat sie ja bekommen. Oder ist es eine leere Flasche? Ach, da steht's ja, leere Energy Drink Flasche, okay. Ja. Ja, schön, aber wo kriegen wir das Zeug her? Von den Kartoffeln unten? Ja, vielleicht ist da noch mehr drin. Wie es aussieht, muss ich eine Flasche von diesem seltsamen Opfergaben. Ja, es ist klar, aber das hier? Wie es aussieht, okay, also da, ja. Und da unten, bei der Luke? Wie es aussieht, okay. Bei beiden kommt das Gleiche. Und sonst ist hier nur, nichts mehr, außer dass wir weggehen können. Okay, wir gehen erstmal weg. Was liegt denn da? Betrachte das Tuch. Ah, okay, da haben wir noch was. Was haben wir denn sonst noch hier? Oh, eine ganze Menge. Aha, ja gut. Dann erstmal hier, da. Er ernte einige Pflanzen. Ja, vielleicht bringt das ja was. Kartoffeln für Kartoffelchips. Das ist ein Anfang. Ach, stimmt. Richtig. Die kann man reichen. Ja, ja. Die kann man klein schneiden und in die Pfanne hauen. Wenn ich Kartoffelchips machen will, muss ich die Kartoffeln zunächst in dünne Scheiben schneiden. Sag ich doch. Ich wollte es nur mal ausprobieren. Okay. Das war nicht vertont. Na, macht nichts. Betrachte den Wassertrog. Was ist denn da drin? Wasser wahrscheinlich, oder nichts? Das ist ziemlich dreckig. Es wurde seit langem nicht mehr erneuert. Das kann nicht wahr. Nate hat drin gebadet. Einmal. Noch was? Das Wasser ist ziemlich... Okay, nein. So, dann haben wir hier den roten Piraten und ein Tuch. Ja, erstmal das Tuch. Etwas Rundes unter einem Tuch. Es bewegt sich. Es bewegt sich, ah, Was befindet sich denn unter dem Tuch? Ja, wüsste ich auch gerne. Er ist schrecklich. Der Rote will nicht damit rausrücken, hütet das Ding wie seinen größten Schatz. Hm,
Eine Insel, auf der es eigentlich vor Piraten wimmeln sollte, wurde verlassen. Es gibt einige Steinstatuen. Der einzige Überlebende ist ein Sammler magischer Artefakte. Und er versteckt etwas Kopfgroßes unter einem Tuch. Der Kopf der Medusa, würde ich tippen. Er ist schrecklich. Das hatte ich auch schon vermutet. Ich ziehe nur nicht so gerne voreilige Schlüsse. Okay, ich verstehe es nicht so ganz, aber na gut. Wir werden sicherlich noch herausfinden, was es damit auf sich hat. Betrachte den Kopf der Medusa. Also ist es jetzt wohl wirklich der Kopf der Medusa? Wir betrachten ihn mal. Der Kopf der Medusa ist eine gefährliche Waffe. Ganze Armeen wurden mit ihm aufgehalten. Mir wäre es lieber, wenn er sich nicht im Besitz eines labilen Piraten befinden würde. Ja, wäre wohl besser. Okay, also es ist der Kopf der Medusa und das ist eine Waffe. Wie auch immer dann die so aussieht. Betrachten wir mal den roten Piraten nochmal. Nate hat viel von seiner alten Nemesis, dem roten Piraten, erzählt. Einer der Kopfgeldjäger des Roten muss ihn erwischt haben. Ich meine, selbst Nate wäre nicht dumm genug, freiwillig hierher zu kommen. Ach, wer weiß. mit ihm reden? Nee, will ich jetzt erstmal nicht. So, was haben wir hier noch? Oh, Schlüssel. Aha. Mit dem Schlüssel kann man vermutlich die Büßerbalken aufschließen. Hätte ich vor, einen der beiden zu befreien, würde mich das bestimmt sehr interessieren. Ja, aber sie hat es nicht vor. Für das Vieh ist das ja auch nicht nötig. Für Nate schon eher. Ja. Selbst wenn ich wollte, könnte ich den Schlüssel nicht nehmen, solange der rote Pirat dort sitzt. Genau. Hab ich's mir doch gedacht. So, ist hier noch was außer Schlüssel und Pirat? Nee, der Trog, den hatten wir auch schon. Und was ist da? Achso, der Affe. Okay. Ja, betrachten wir den mal. Der Staatsanwalt scheint mit der Prozessführung etwas überfordert zu sein. Zumindest macht er keinen sonderlich professionellen Eindruck. Ja, das würde mich ja auch nicht wundern. Ist ja auch nur ein Affe. Gäbe es hier eine Jury, müsste mich der Staatsanwalt nur kurz in den Zeugenstand rufen und Nate könnte keine Gnade erwarten. Eine schwangere junge Frau ohne Erklärung im Stich zu lassen, das macht sich nicht gut für einen Angeklagten. Ja, ist aber völlig irrelevant für diese Sache hier. Okay, dann was haben wir noch? Dies hier, betrachte den Aushang. Machen wir mal das, vielleicht ist da was Interessantes dran. Bilder von Schiffen, Zeichnungen von Frauen mit Kleidungsfehlfunktionen und eine Petition. Nichts Interessantes dabei. Kleidungsfehlfunktionen, das ist gut. Okay, und dann, achso, nichts weiter dabei. So, aber hier oben? Moment, da unten? Achso, das Vieh und Nate können wir noch betrachten. Machen wir das doch mal. Ich bin nicht sauer auf das Vieh. Zwar ist es genauso wie Nate wortlos verschwunden, aber es gehört zu Nate. Wo Nate ist, ist auch das Vieh. Zum Beispiel im Büßerbalken in einer Gerichtsverhandlung. Ja. Ach, das Vieh kommt schon klar. Egal, was diese Scharade ergibt. Es lässt sich nicht unterkriegen und schleift den Trottel bestimmt hinter sich her. Ja, wahrscheinlich. Okay, noch was? Ach, das Vieh kommt schon klar. Egal, was diese... Okay, ja. Und jetzt nochmal bei Nate. Er hat mich noch nicht einmal ausreden lassen. Er verschwindet einfach. Er lässt sich wieder auf irgendwelche krummen Geschäfte ein und er will mir ein schlechtes Gewissen machen? Ja. Ich helfe ihm da nicht raus. Soll er sich vom Vieh helfen lassen. Okay. Betrachte den nutzlosen Gefangenen. Er hat mich noch nicht einmal... Okay. Ja, ja, ist gut. Haben wir schon. Dann war hier noch eine Statue. Ja, wir sehen uns jetzt eben erstmal ein bisschen um, bevor wir dann irgendwie richtig was machen können. Die Medusa verwandelt jedes Lebewesen zu Stein, das sie betrachtet. Das ist ein uralter Zauber, tausende Jahre alt. Ich würde den armen Menschen gerne helfen. Aber diese alte Magie ist sehr mächtig. Damals kannten die Menschen die Naturgesetze noch nicht. Die Magie konnte praktisch tun und lassen, was ihr gefiel. Ah, dann wissen wir also auch, was das für Statuen sind. Oder zumindest wie sie entstanden sind. Gut. Mehr aber auch nicht. Ja, wir sehen uns einfach mal weiter um und betrachten das Seil hier. Ein Seil? Ich möchte wetten, von guter Qualität. Piraten kennen sich mit sowas aus. Ja, dafür haben sie ja ihre Hanfpflanzen. Nimm doch mal das Seil mit, wenn das geht. Wie vorsichtig sie sich annähert.
Das ist immer wieder lustig. Okay, so, jetzt haben wir hier auch noch ein Seil, aber was machen wir mit allem Zeug? Ja, weiß ich noch nicht. Wir schauen uns nochmal in diesem Laden um hier da. Oder ist hier noch was? Moment, ich muss mal schauen. Da der Schlüssel, da der Trog, ja, okay. Ja, okay, der Laden fehlt noch. Vielleicht ist da ja was Nützliches drin. Ein Klamottengeschäft. Ich mag keine umständlichen Kleider, wie Mutter sie mir immer aufdrängen will. Aber abgerissene Kleidung für männliche Piraten? Es muss doch auch etwas dazwischen geben. Ja, in der Tat. Und zwar zum Beispiel, was denn? Kopftücher für Piratenglatzen, verwegene Augenklappen, abgerissene Seile als Gürtelersatz. Nein, das kann ich alles nicht gebrauchen. Moment, aber hier, so ein Haken könnte nützlich sein. Ja, in der Tat. Ich habe zwar noch keine Ahnung wofür, aber vielleicht werden wir das ja noch sehen. Also ja, sicherlich. Haben wir den jetzt hier da? Ach so, Handersatz. Ach so. Ja, das kann man gewiss hier mit dem Seil kombinieren. Ich müsste die Manschette des Hakens eng ums Seil knoten können. Oder mach doch mal. So. Hält. Okay, gut. Ich weiß noch nicht, wozu wir das brauchen. Wahrscheinlich, um irgendwie hochzuklettern. Aber ja, das werden wir dann schon sehen. Oder zum Schiff rüberzukommen. Haben wir jetzt hier noch was hier? Nö. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen nochmal zurück zum Hafen. Vielleicht kommen wir ja auf Schiffs rüber mit diesem Haken. Das wäre ja gut. Allerdings, ja, wir brauchen ja noch ein paar Zutaten, ne? Kartoffelchips und das so dieses blöde Getränk. Und was noch? Klopapier. Ja, Toilettenpapier. Okay. Ja gut, wir werden das auch noch finden, wenn wir es denn tatsächlich brauchen. Oh, wir können da noch einen kaputten Steg betrachten. Und was noch? Moment, das wollte ich ja vorhin machen. Ja, Schnecken, kaputter Steg. Und das Schiff. Ja, okay, also den kaputten Steg betrachten wir noch. Keine Ahnung, was mit dem Steg passiert ist. Aber ich habe eine ziemlich klare Vorstellung davon, wer dafür verantwortlich sein dürfte. Ja, das habe ich auch. Okay, gut. Ja, das war's schon wieder für diese Folge. Und in der nächsten Folge werden wir mal versuchen, ob wir mit dem Seil und dem Haken darüber auf das Schiff kommen. Und wenn nicht, ja, dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Okay, also vielen Dank fürs Zuschauen bisher. Viel Spaß noch und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge von The Book of Unwritten Tales 2. Tschüss.